Notiz. Geschrieben von Themistokles. Wer hätte gedacht, dass der große Feldherr auch ein Poet war? Hier beten die Menschen Aphrodite an. Doch das Schönste hier ist die Aussicht. Die Hetären! Wo sind sie? Die Hetären sind hier! Oh. Da! Hinter dir, Söldner! Du entkommst mir nicht! Wer waren die? Und warum suchten sie nach den Hetären? Ach, diese Pflege glauben, der Tempel sei ihnen gewidmet. Die Diebe sind hier, aber keine Hetären. Die Hetären? Die sind viel schlauer als wir. Sie bemerkten, dass ihre Besucher alle auf dem Weg zu ihnen ausgeraubt wurden. Den Männern des Hökers entkommt niemand in Korinth. Ich werde wachsam sein. Er will Geld, Söldner. Und nicht nur das, auch Macht. Sobald du eines von beiden hast, bist du erledigt. Dann ist der Höker ein Krimineller aus Korinth? Er ist der Herr der Schwarzmärkte. Die eine Hand hält er offen für Geld, die andere umschließt eine Waffe. So regiert er. Er ist ein Monster, das sich von Drachmen und Blut ernährt. Wenn du die Hetären kennst, dann hast du auch von Anthusa gehört. Ich suche sie. Man sagt, sie sei überall. Ich habe sie allerdings noch nie gesehen. Aber die Hetären sehen alles. Sie halten sich beim Pirenebrunnen am Fuße des Berges auf. Dort treffen sie ihre Freier und bringen sie an einen geheimen Ort. Gut. Das nächste Mal solltest du Aphrodite zu Hause anbeten. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ah, also hat uns Alexios endlich gefunden. Du kennst mich? Und du kennst sie. Das ist Anthusa. Wir sahen, wie du den Gläubigen beim Tempel der Aphrodite halfst. Du hast dich als Freund erwiesen. Hörst du das, Ikaros? Ihr Auge ist so scharf wie deines. Außerdem ist auch noch jemand für dich eingetreten. Überraschung! Phöbe! Aspasia schickt mich. Ich arbeite jetzt für sie, weißt du noch? Aber wieso hier? Korinth ist nicht sicher. Ich musste Anthusa erzählen, dass du kommst. Ich habe ein neues Wort gelernt. Botschafterin. Das bin ich. Und nun haben Alexios und ich uns getroffen. Siehst du? Ganz einfach. Und jetzt kann ich dir helfen. Wir unterhalten uns später darüber. Ich arbeite nicht für dich, sondern für Aspasia. Dann solltest du ja eigentlich ausgelastet sein. Wir sollten hineingehen, Alexios. Wir sind nicht die Einzigen mit wachsamen Augen. Komm mit mir. Kann ich mitkommen? Solange du still bist. Was ist der Anlass deines Besuchs? Alkibiades erzählte mir von dir. Hat er das? Erzähl weiter. Ich suche nach einer Spartanerin. Sie lief davon, vor langer Zeit. Vielleicht kennst du sie unter dem Namen Myrine. Wer ist das? Sie ist meine Mutter. Deine Mutter? Du hast keine Mutter.
Markus meinte, er hätte dich aufgezogen. Was sagte ich noch zum Thema Stillsein? Verstehe. Wir haben später mehr Zeit für deine Fragen, aber nicht jetzt. Einverstanden. Solange du mir am Ende erzählst, was du weißt. Du musst mir vertrauen. Wo ich bin, kommt niemand ohne Glaubwürdigkeit hin. Du hast mein Wort. Und du kannst Alexios immer vertrauen. Warum gehst du nicht spielen, Phoebe? Lass mich mit Antusa reden. Wie du meinst. Ich schlage einen Handel vor. Hilf mir. Hilf uns, stärker zu werden. Stark genug, um den Höker endgültig loszuwerden. Ein einfacher Handel, sei unbesorgt. Ich schlage ein. Eine weise Entscheidung, Söldner. Ich bin nicht aus Zufall so weit gekommen. Ich weiß, meine Chancen zu ergreifen. Dann sind wir im Geschäft. Nun, hast du vom Höker gehört? Den Gläubigen nach zu urteilen, einer, vor dem ich mich in Acht nehmen sollte. Sie haben recht. Ich bin sicher, seine Opfer bereuen ihre Unachtsamkeit. Mein Blick ist wachsam. Dann hast du dich gut behauptet. Du bist nicht tot. Naja, noch nicht. Er hat genug Schläger für eine kleine Armee. Sie greifen jetzt die Menschen auf der Straße an. Uns eingeschlossen. Er bringt Hetären um? Umbringen? Wir sind zu klug dafür. Aber es muss etwas geschehen, bevor es dazu kommt. Ich bin nicht die Einzige, die Hilfe braucht. Meine Mädchen, Damalis und Irina, auch sie leiden. Wieder der Höker? Das bezweifle ich nicht. Unternimm etwas gegen ihre Angreifer und dann wird er leiden. Damalis ist dort beim Brunnen. Aber Irina ist im Garten des Bellerophontes. Ich sehe, wie ich helfen kann. Gut. Der Höker füttert seine Schläger mit den Drachmen, die er durch Schmuggel verdient. Hauptsächlich Waffen. Und das ist umso lukrativer nun, da er am Krieg mitverdienen kann. Also, wenn jemand die Lieferungen an den Höker unterbricht, hungern seine Männer. Ganz genau. Statt er seinem Lagerhaus beim Hafen Lecheon einen Besuch ab und brennt seine Fracht nieder. Alles. Das Chaos erledigt dann den Rest. Dann soll das Lagerhaus zu Asche zerfallen. Bist du hier, um uns zu helfen, Söldner? Du siehst nicht aus wie ein Spion des Hökers. Ich bin eher gerade heraus. Gibt es hier irgendein Problem mit dem Höker, Damalis? Möglich. Einer meiner Freier ist anders. Er war vorher ein netter Mann, aber jetzt ist er böse. In Korinth scheint es nicht mehr viele nette Menschen zu geben. Jemand mit Muskeln muss herausfinden, was hinter der Wandlung steckt. Er ist anders. Dann finde ich heraus, was er dazu zu sagen hat. Wenn er sich nicht hier herumtreibt. In Anwesenheit.
hast mich gefunden. Sch, was machst du hier? Ich habe gehört, wie Damalis von ihrem verrückten Freier sprach und wollte helfen. Schön, aber du machst, was ich sage. Keine Spielchen. Das weiß ich doch, weil du mich niemals Spaß haben lässt. Ich spreche mit Damalis Freier und sehe, was er zu all dem zu sagen hat. Ich war hier und spionierte. Und ich hörte, wie er mit sich selbst sprach. Er ist komisch. Aber vielleicht hilft es dir ja, wenn ich dir erzähle, was ich gehört habe. Schieß los. Lass mich nachdenken. Er sagte, dass er sich heute Abend mit jemandem auf einer Schweinefarm treffen wollte. Das könnte helfen. Vielleicht. Sagte er warum? Um irgendwas abzuholen. Eine Urkunde für Ländereien oder sowas. Na, das ist doch ein Anfang. Was noch? Oh, er sagte einen Namen. Dino Menes. Wer das wohl sein mag. Gut zu wissen. Vielen Dank, Spionenphöbe. Nicht schlecht, hä? Legen wir los. Hör genau zu. Du schleichst dich rein und siehst, was du finden kannst, während ich ihn ablenke. Ich werde leiser sein. Gut. Wenn er dich erwischt, lauf. Direkt durch die Tür. Wir treffen uns danach. Versprochen? Ich bin bereit. Los geht's. Kenne ich dich? Nein, aber ich kenne dich. Falls dich Miron schickt, sag ihm, ich gebe ihm sein Geld noch heute Nacht. Niemand schickt mich. Wir müssen reden. Ich weiß, du planst etwas. Etwas? Etwas kann alles sein. Du weißt überhaupt nichts. Du bist bei Fairs Schweinehof verabredet und triffst dort einen Gleichgesinnten, sagt man. Wo hast du das gehört? Da liegst du falsch, ganz falsch. Du bekommst eine Urkunde über Ländereien. Wofür das Land gebraucht wird, weiß ich nicht. Spionierst du? Was weißt du sonst noch? Raus damit! Dinokrates heißt der Mann, den du heute treffen wirst. Ich kenne keinen Dinokrates. Fast hättest du mich reingelegt. Was? Warte! Diebe! Diebe! Verschwinde! Wachen! Los doch! Da schläft wohl! Warte! War das für ein Lärm? Damalis muss sich nicht länger vor ihrem Freier ängstigen. Das ist nicht, worum sie dich gebeten hatte. Ich habe das Problem erledigt, oder? Aber immerhin konnte ich mich reinschleichen. Guck mal. Was ist das? Ein Münzbeutel? Seine Sachen sind nicht besonders schön. Er ist reich, warum hat er so viel Müll? Vermutlich hat man ihn gerade erst bezahlt. Was steht in dem Brief? Wie gemein! Darin steht, wenn er etwas falsch macht, tut man ihm weh. Das dachte ich mir. Es geht noch weiter. Er soll Damalis zu einem Ort in Korinth bringen. Hier ist eine Wegbeschreibung. Was ist das für ein Ort? Weiß nicht, aber ich finde es heraus. Ich bin bereit. Dieses Mal nicht. Lauf zu Damalis und warte dort auf mich.
Oh, bitte. Du hast heute genug geholfen. Das wird zu gefährlich. Ich komme danach sofort zu dir. Wo sollte er Damales hinbringen? Ein Gefängnis? Dem gehe ich nach. Ich muss mich vergucken. Das muss der Ort sein, der im Brief erwähnt wurde. Ob jemand da ist? Ich finde raus, wer das war. Sparta! Hoffentlich ist es nicht das, was ich denke. Malaka. Was um alles in der Welt? Eine Haarsträhne. Den Geruch kenne ich. Erwischt! Na schön, du Plagegeist. Wer hat dich geschickt? Was machst du hier? Ich wollte helfen. Gib sie her! Hörbe! Lauf! Kein Schritt weiter. Mutig von dir, hierher zu kommen. Willst du ein paar Schläge? Der Höker würde sich gern um dich kümmern. Dafür wird er in der Unterwelt verraten. Wie prüde. Wir sind in Korinth. In diesem Andron ist alles erlaubt. Und der Höker findet Erfüllung. Ihr seid doch beide völlig krank! Ob sie wollen oder nicht. Jedes Opfer unterzieht sich seiner besonderen Behandlung. Ich sag ihm, du meldest dich freiwillig. Du bekommst jetzt meine besondere Behandlung. Und ich bring dich um. Alexios, deine kleine Gefährtin war schneller als du. Du bist da. Schon längst. Ich kenne alle Abkürzungen. Tut mir leid, Alexios. Das nächste Mal hörst du gefälligst auf mich. Mach ich. Das ist nur zu deinem Besten. Vor allem dieses Mal. Was ist denn passiert? Ich komme aus den Lustgemächern des Hökers. Es ist kaum zu glauben. Und genau da solltest du hin. Nein. Doch. Dein Freier wurde gezwungen, dich dort abzuliefern. Und dann fand ich noch dies. Was soll das bedeuten? Sieht so aus, als hätte ihn der Höker erwischt. Er steckt hinter allem hier. Immerhin weiß ich jetzt, wie ich mit ihm umgehen muss und was er wirklich will.
Du musst nicht mehr mit ihm umgehen. Ich habe das erledigt. Ich habe Alexios gesagt, er soll das nicht machen. Ach, dazu musste es kommen. Dieser Malakas. Was für ein Narr. Der Höker ist der Narr. Und das wird er noch früh genug merken. Das war das Seelenklärung.